Von außen sieht alles noch aus wie immer. Trister, weiß gestrichener Beton. Drinnen jedoch hat sich etwas verändert. An den sonst so langweiligen Wänden hängt Kunst. 22 Werke des Bonner Malers Helmut Eichner aus den Jahren 92 bis 95. Man mag kaum glauben, dass es sich um Werke nur eines Künstlers handelt. So verschieden sind Themen und Stile der Bilder. Die Erklärung, der Stil des Beuys-Schülers ist es eben, keinen speziellen Stil zu haben. So vielfältig wie die Welt, so vielfältig sollen auch Eichners Bilder sein. Ungewöhnlich auch der Ort. Müssen selbst renommierte Künstler heute jede Möglichkeit zur Ausstellung nutzen? Oder warum geht Eichner ausgerechnet ins Finanzamt? Dieser direkte Kontakt zu den Interessenten oder den Sammlern oder auch den Arbeitern, der ist einfach spannender, als wenn man jetzt nur für die reine Galeristenszene arbeitet. Ne? Und der Künstler scheint sein Publikum hier in der Tat zu erreichen. Die Resonanz bei den Besuchern ist jedenfalls durchaus positiv. Ja, ich denke, dass man vielleicht trotzdem so schlecht gelaunt zum Finanzamt geht wie sonst auch. Allerdings, man wird abgelenkt durch die Kunst und wenn man genügend Wartezeit hier hat, wie man es ja manchmal bei Behörden hat, dann kann man sich auch der Kunst widmen und ist vielleicht dann auch in einer anderen Welt. In eine andere Welt versetzt fühlen sich die Mitarbeiter der Steuerbehörde zwar nicht, aber die Bilder sorgen immerhin für bessere Laune. Ich sag mal, wenn ich sonst jetzt so durchs Amt laufe, immer die kahlen Wände, sieht also nicht so toll aus. Und jetzt, wenn endlich mal ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, finde ich ganz toll. Ganz toll finden dürfen die Steuerzahler auch, was sie die Ausstellung kostet, nämlich keinen roten Heller. Haben wir alles in Eigenarbeit gemacht, aus Lust und Liebe an der Kunst. Keine müde Mark. Bis zum 15. November noch können sich Finanzbeamte und Besucher an den Bildern von Helmut Eichner erfreuen. Dann werden sie wieder abgehängt. Eine Möglichkeit gäbe es allerdings noch, dem Finanzamt zumindest ein paar Eichners zu erhalten. Dem Maler müsste nur erlaubt werden, seine Steuern in Zukunft mit Bildern zu bezahlen. Das wäre natürlich das Beste.